Die Wissenschaftsgemeinde wird das niemals glauben. Kennst du schon den neuesten Trend? Damit spielt man wohl Musik ab. Aber sie sind ein teurer Spaß. Und tada! Die nächste Generation der Unterhaltung ist da! Dieser Vorfall erreicht bald schon dieselben Ausmaße wie das Dorkos 12 Baumdesaster. Das soll mir bloß nicht angehängt werden. Unsere Vergissmichs waren beauftragt, die Erinnerungen mehrerer Nomads auszulöschen, die neulich Zeuge des Magievorfalls bei der Bank waren. Normalerweise ist der Vergessenszauber absolut erfolgreich, aber... Naja, anscheinend bewahrten sich mehrere Zeugen nicht nur einen Teil ihrer Erinnerungen. Einige konnten außerdem unserer Obhut entkommen. Ergreife diese Leute, dann wird Makusa tief in deiner Schuld stehen. Wir wissen nicht, wie weit diese Nomads gekommen sind. Findet sie jedoch so schnell wie möglich. Das sollte wegen ihres desorientierten Zustands ein leichtes sein. Wow! Ich hätte schwören können, am Bankschalter saß ein Maulwurf. Oder sah er nur so aus? Was? Wie? Wohin soll ich? Okay. Ich verrückt? Niemals. Ich hab's doch gesehen. Hexen? Also, vielleicht war's Einbildung? Ich sollte wohl mal nachsehen. Ich, Hexen und, Bist du mein Zahnarzt? Ich dachte, ich hätte den Termin abgesagt. Okay, ich gehe mal zurück. Schon von den zwei. Mein Kopf. Bevor ich abhaue, sag mir, ist unser Präsident noch der Bär? Hier mitten auf dem Times Square hätte das Geschäft echt besser laufen sollen. Aber alle gehen nur vorbei. Wenn ich nur die Kohle für ordentliche Werbung hätte. Danke. Mensch, das sieht doch genial aus. Bald wird das Geschäft brummen. Das sag ich dir. Und dann war da dieser Riesenvogel mit ungefähr 1000 Flügeln und... Was? Der Vogel ist da lang? Bist du sicher? Ausgezeichnete Arbeit. Ich hatte kurz Angst, dass ich wie Dorkus dastehen würde. Aber das ist eine lange Geschichte. Diesen Leuten lösche ich lieber selbst das Gedächtnis, damit sich das nicht wiederholt. Makusa schätzt deine Mühen wirklich sehr. Bitte, nimm dies als Bezahlung. Und von den zweiten Salemann gehört? Die sollen krass drauf sein. Verfluchter Billy Wicks. Ich wette, die Trolle haben sie letzte Woche mitgebracht. Einer meiner dreckigen Stammkunden muss Billy Wicks ins blinde Schwein gebracht haben. Die schwirren hier überall rum. Die sind eine echte Plage. Sowas ist schlecht fürs Geschäft. Alle werden gestochen und sind zu berauscht zum Geld ausgeben. Und dann erst die, die überall herumfliegen. Ich meine, wenn wir der Band einheizen könnten, bringt die Musik meine Kunden vielleicht wieder zur Vernunft. Könntest du dich mal darum kümmern? Du bist ein Schlaukopf. Geh mal rein und sieh zu, dass die Instrumente wieder spielen. Hier gab's nur einen Typen, der genug Puste hatte, um das Ding zu spielen. Dabei hätte ich es nur verzaubern müssen. Nein, Billy Wick, schnapp ihn dir, sonst legt er Eier. Was tust du da, du Trottel? Hast du eine Ahnung, wie schwer die Eier zu kriegen waren? Ja, kein übler Takt. Ich sollte wohl den Typen feuern, der sonst immer spielt. Idee.
hätte viel Asche für Musiker sparen können. Also gut, heizen wir den Laden mal ein. Jetzt alle zusammen. Das hat's wohl gebracht. Jetzt lassen meine werten Kunden hoffentlich wieder mehr Geld hier. Wo wir gerade dabei sind, eine Band muss ich wohl nicht mehr bezahlen. So mache ich ein Vermögen. Vielen Dank. Hier, das ist für dich. Als Bezahlung für deine Hilfe und damit du deinen Freunden nichts von dieser Billywig-Geschichte verrätst. Man will ja nicht in Verruf geraten. Wenigstens nicht noch mehr. Ach das? Ich bin auf dem Weg zum Kostümfest. Zauberer? Nie von gehört. Langsam mit den jungen Hippogreifen. Der Verkäufer von diesem Kessel meinte, der war so billig, weil er vom Besen gefallen ist. Du gehörst nicht zu diesen zweiten Salemern, oder? Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein. Bei mir gab's Kürbiskuchen zum Mittag. Hey, wie läuft's? Hi. Ein No-Match zu sein ist sicher nicht ohne. Allein die Vorstellung von Hand abzuwaschen. Schon von den zweiten Salemern gehört? Die sollen krass drauf sein. Hey, zahlst du den Lieferdienst? Die Ausstattung für Mr. Kowalskis Bäckerei ist da. Aber sie rücken sie erst raus, wenn sie bezahlt werden. Klasse, jetzt sind wir im Geschäft. Für Mr. Kowalski gilt das wortwörtlich. Dem wünsche ich viel Glück. Wow, unfassbar, dass mir jetzt ein Geschäft gehört. Kowalskis kunstvolle Konfekte. Klingt lecker, oder? Ich konnte endlich meine Bäckerei eröffnen. So werden Träume wahr. Genau, werden. Sobald ich diese letzte kleine Hürde überwunden habe. Weißt du, bei all der Aufregung habe ich vergessen, die Zutaten für meinen bald weltbekannten Babka zu besorgen. Ich weiß, wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber du musst mir helfen. Wenn du mir die Zutaten bringst, lasse ich dich als erstes meinen genialen Babka kosten. Was meinst du? Oh, vielen Dank. Es ist natürlich sehr wichtig, dass ich nur beste Zutaten verwende. Also wirst du etwas danach suchen müssen. Entschuldige, das hätte ich eher sagen sollen. Konntest du schon alle Zutaten finden? Meine große Eröffnung wird wenig großartig, wenn ich keinen Babka verkaufen kann. Erster Tag beim neuen Job. Sollte mich nicht jemand einweisen? Na gut, dann stehe ich hier halt rum und warte, bis Feierabend ist. Ich fühle mich wie ein Künstler oder so. Und diese Koffer sind meine Farben. Wer hätte das gedacht? Fertig. Würde dem Chef bestimmt nichts ausmachen, wenn ich jetzt schon gehe. Geschossen? Ach, egal. Erster Tag. Juhu! Ich habe so viele Ideen für großartige neue Babka-Formen. Ich brauche nur noch diese Zutaten, damit ich sie auch verwirklichen kann. Hätte schwören können, ich habe einen Maulwurf mit einer Diamantenhalskette gesehen. Ich brauche Schlaf. Du hast mir alle Zutaten gebracht? Großartig! Dann kann ich endlich in die Küche und meine magischen Hände walten lassen. Magisch? Das kommt mir seltsam bekannt vor. Oh, entschuldige, ich stehe hier rum und rede Blödsinn über Magie. Dabei habe ich mich noch nicht einmal für deine Hilfe bedankt. Bitte, nimm das. Ach, und keine Sorge. Ich weiß noch, dass ich dir etwas von meinem Babka versprochen habe. Komm wieder, wenn ich welchen gebacken habe. Die armen Seelöwen. Neulich beim Ausbruch aus dem Zoo wurde ihr Gehege komplett zerstört. Die Reparatur wird eine Stange Geld kosten. Das ist sehr großzügig von dir. Dafür sind wir alle im Zoo sehr dankbar.
Oh, Junge, ist das ein Chaos. Bei all dem Trubel in letzter Zeit hatte ich einfach keine Zeit zum Putzen. Und zwei Mädels können erstaunlich viel Chaos anrichten. Ich will nicht, dass noch mehr von Tinis Überraschungsgästen die Wohnung so sehen. Was meinst du, Schätzchen? Hilfst du mir, die Bude wieder etwas aufzupeppen? Ich wusste, ich kann auf dich bauen. Los, schnell rein. Was macht das denn im Kamin? Obwohl, vermutlich ist es besser, wenn ich das nicht weiß. Du musst ihn erst reparieren, bevor du ihn verzaubern kannst. Schließlich willst du ja keinen kaputten Staubsauger rumschieben, Süßer. Ach ja, die Lampe da drinnen ist kaputt. Wirf bloß nicht mein Nähzeug um. Den Boden hätten wir. Sieht aus, als wäre nie jemand hier gewesen. Naja, fast. Wow. Ich glaube, das Geschirr hat noch nie so geglänzt. Nicht mal, als es neu war. Himmel. Wie viele Socken können zwei Mädchen denn tragen? Ganz unter uns. Es gibt da jemand, der versteckt Drecksachen gern unter der Matratze. Wenn man draufspringt, fallen sie wieder raus. Super, so viel zur Dreckwäsche. Aber vergiss den Rest dieser Bude bloß nicht. Oh, wie lange stand das denn schon rum? Riecht ja schlimmer als Fehlsafttrank. Die Wohnung ist fantastisch. Hier war es noch nie so sauber. Ich kann es kaum erwarten, dass Tini mehr Freunde mitbringt. Hier, Schätzchen. Das hast du dir für deine Hilfe redlich verdient. Du warst ein echter Schatz. Ah, was muss man hier tun, um sich die Schuhe polieren zu lassen? Los, du dumme Schuhputzmaschine! Funktionier schon! Überall so schmutzige Schuhe. Das Geschäft läuft buchstäblich an mir vorbei. Was denn? Soll ich etwa zu meinem schnieken Meeting mit dreckigen Schuhen gehen? Ich bin doch kein Tier. Und so schafft man sich Schatten. Danke, Mann. Oh Mann, meine Kunden haben aber trotzdem noch nichts zum Sitzen. Verflixt. Ah, was muss man hier tun, um sich die Schuhe polieren zu lassen? Perfekt. Jetzt können sich die Kunden auch setzen. Oh ja, Schuhputzer Steve ist wieder im Geschäft. Hier ist dein Anteil. Wir brauchen noch finanzielle Unterstützung für Beauvais Zauberstäbestand. Kannst du was erübrigen? Danke. Und nicht vergessen, Beauvais deckt jeden Bedarf an Zauberstäben höchster Qualität. Oh, pass auf, Kumpel! Das war mein Lieblingsspielzeug. Ich habe so viel tolles Spielzeug im Müll gefunden und es mit nach Hause genommen. Aber Mama ist sauer geworden und hat alles weggenommen und gesagt, es verspottet unsere Lehren. Nur weil das was mit Magie und Hexen und so zu tun hat, ist es doch nichts Böses, oder? Wir spielen doch nur. Och, ich würde so gern damit spielen, nur einmal. Könntest du mir helfen, es zu finden? Ich verrate auch nichts, versprochen. Juhu, danke. Komm, los, gehen wir rein. Hey, das gehört zu einem Spielzeug. Mama hat es wohl für anderes Zeug auseinandergebaut. So ist es auch, wenn ich Credence beim Versteckspielen anspringe. Ich dachte, ich hätte noch 4 weitere davon. Cool, ist sogar noch besser als vorher. Oh oh, Mama wird echt
sauer, wenn sie das sieht. Und ich glaube, wir haben gerade das gesuchte Spielzeug kaputt. Wir müssen noch drei finden. Hoffentlich schaffen wir es, bevor Mama nach Hause kommt. Du hast es repariert. Aber gab es da nicht so einen Schlüssel zum Aufziehen? Unheimlich. Ich liebe es. Los, suchen wir die anderen beiden. Oh Mann, Mama muss das echt gehasst haben. Sie hat's zerlegt. Machst du's wieder ganz? Das mag ich am liebsten. Ich liebe Katzen. Miau, miau, miau. Juhu! Oh, wie schön. Ist das eine Hexe? Ich dachte, Hexen wären alle echt hässlich. Juhu! Das hat echt Spaß gemacht. Meinst du, Credence würde das gefallen? Vielleicht nicht. Egal. Mama kommt gleich. Ich muss das alles ganz schnell wieder verstecken. Ach ja, ich habe das glänzende Ding hier gefunden, als ich mal nach dem Spielzeug gesucht habe. Wenn du möchtest, kannst du es gerne haben. Ich sag dir, ich frag die Leute jeden Tag. Befindet sich was Essbares drin? Lebende Tiere? Und keiner fragt nach meinem Befinden. Oh Mann, die Schlösser an diesen Taschen werden immer komplizierter. In diesem Tempo kann ich die nie alle durchsehen. Du hilfst mir doch bestimmt, oder? Wir suchen nach illegalen Waren aller Art. Essbares, Tiere. Wenn es nicht gerade Socken sind, will ich Bescheid wissen. Ich sag dir, ich frag die Leute jeden Tag. Befindet sich was Essbares drin? Lebende Tiere? Oh, war das... Hast du das auch gesehen? Also was immer das war, legal war es auf jeden Fall nicht. Das schreibe ich auf. Klasse 3, Nebel. Warum sollte der Schlüssel für diese Tasche in einer anderen Tasche sein? Da stimmt was nicht. Ist das eine Verschwörung? Oder die Taschen gehören der gleichen Person. Oh. Welche Tasche muss man denn mit einem Puzzle öffnen? Ist doch wirklich verdächtig. Mann, ich wusste ja, dass die Frühschicht ziemlich nachlässig mit Durchsuchung umgeht, aber so geht das nicht. Danke für deine Hilfe. Du kannst dir diese verdächtige Ware dort mitnehmen, aber lass das nicht meinen Vorgesetzten sehen, kapiert? Steht hier nicht normalerweise was Großes und irgendwie Patriotisches? Hätte ich echt schwören können. Oh, na klar, die gute alte Freiheitsstatue. Rührt einen zu Tränen, was? Hey, seht nur, da drüben. Oh Mann, ist das Shaw? Teufel, auf was ein Knüller! Sind sie weg? Endlich kann ich nach Hause. Danke. Das Ding habe ich beim Putzen gefunden. Wollte es als kleines Trinkgeld behalten, aber ich glaube, du hast es dir verdient. Stimmt es, dass Außerirdische neulich die Bank ausgeraubt haben? Stehen die Gerüchte um Hexen in Verbindung mit dem Anstieg an schwarzen Katzen in meinem Garten? Ja, das brauchen wir. Soll ich mein Bett anrufen? Was halten Sie vom derzeitigen Teeverbot? Wer hat den Juwelier ausgeraubt? Gibt es Zauberer und Hexen wirklich? Was für ein Knüller! Was ist deine Lieblingsfarbe? Können Sie Gerüchte um schlittschuhlaufende Nashörner bestätigen? Teufel, auf was ein Knüller! Soll ich mein Dad anrufen?
Hey, Frank! Haben wir mal versucht, auf den Knopf da zu treten? Ach, das fragst du mich ständig. Und ich sage dir immer wieder, so geht das nicht. Man muss den draußen zur gleichen Zeit drücken. Mann, hier stinkt's. Oh, das bin ja ich. Ich bin unschuldig, wirklich. Es sah doch nur so aus, als würde ich natürliche Armee-Wichtel züchten. Hey, hol uns hier raus! Ich krieg hier das Gruseln. Wahrscheinlich wegen der ganzen Gruseltypen hier, was? Hier ist alles hermetisch abgeriegelt. Wir kommen nie raus. Ich bin unschuldig, wirklich. Es sah doch nur so aus, als würde ich natürliche Armee-Wichtel züchten. Wir lassen uns endlich hier raus? Freiheit, ich komme! Ich frage mich, ob der Laden auf der 28. Kastanienkuchen verkauft. Endlich wieder draußen. Mit meinem Typen Ticus Totalus hätte ich ihn schon längst zum Schwein gebracht. Ich krieg hier das Gruseln. Wahrscheinlich wegen der ganzen Gruseltypen hier, was? Süße Freiheit! Also, ich war lange nicht mehr frei. Wie geht das nochmal?